Es ist das Postkartenmotiv Nummer 1. Die Hallstätter Kirche spiegelt sich im Wasser. Nein, Geheimtipps gibt es in Hallstatt keine mehr. Und doch versteckt sich am Waldbach im Echerntal ein Ort, der für Spannung sorgt. Ein Kleinwasserkraftwerk. Dort treffen wir Gerhard Breitenbaumer von den österreichischen Bundesforsten. Er hat das Werk vor 10 Jahren umgesetzt. Es versorgt 4.000 bis 5.000 Haushalte mit Strom. Wie das Werk funktioniert? Die Kraft kommt quasi vom Druck, vom Wasser wird umgewandelt in Geschwindigkeit, von Geschwindigkeit über den Impuls in die Drehbewegung, durch die Drehbewegung in elektrische Energie. Und die elektrische Energie wird in Form von Kabeln zu einem Einspeisetransformator geleitet und kann dann eingespeist werden direkt in das Netz. Das Wasser selbst wird weiter oben entnommen. Dort entspringt der Waldbach seinem Felsen. Mit einer Fallhöhe von 330 Metern rauscht das Wasser hinab. Ein Projekt ganz im Sinne der Energiewende 2030. Schließlich soll in 7 Jahren nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen aus unseren Steckdosen kommen. Doch führt uns ausgerechnet regionale Kleinwasserkraft aus der Klimakrise? Nicht, wenn es nach Naturschützern geht. Sie sehen die Umwelt in Gefahr. Markus Ehrenbar vom Naturschutzbund warnt. Gerade bei Kleinwasserkraftwerken sprechen viele Experten auch von ökologischen und ökonomischen Katastrophen. Warum? Weil ob der kleinen Ausbeute dieser Kraftwerke natürlich ein großer Teil an Naturhaushalt und Wasserhaushalt beeinträchtigt wird. Jede Handvoll Erdboden im Wald hat Milliarden an Organismen. Und diese Organismen sind letztendlich durch den Grabevorgang gestört. Wir nehmen also wieder Milliarden an Organismen in ihren Lebensraum. Und was die Bäche und Flüsse angeht? Unsere Gewässer sind so krank wie noch nie. Wir haben im Prinzip die Gewässer kanalisiert und dementsprechend diese Strukturen dem Gewässer weggenommen. Von Umweltverträglichkeitsprüfungen hält der Naturschützer nicht viel. Sie seien nicht streng genug. Umweltverträglichkeitsprüfung ist mit kleineren Verbesserungen, so Symptombekämpfungsmaßnahmen, versucht man das Ärgste abzuwenden, aber es ist leider nicht das Instrument, die Verschlechterung für die Biodiversität und für die Natur in Österreich in die Hände zu bekommen. Ein Argument, das Gerhard Breitenbaumer für sein Kraftwerk nicht gelten lässt. Der Standort sei von Natur aus besonders geeignet. Wir haben eine sehr, sehr hohe Wassermenge, wir haben ein sehr hohes Gefälle, wir haben optimale Standortbedingungen. Deswegen könne man dem Bach auch weniger Wasser entnehmen. Die Natur wird geschont. Der Bürgermeister von Hallstatt bezeichnet das Werk als Erfolgsprojekt. Zu 49% gehört es der Gemeinde, zu 51% den Bundesforsten. Es ist nach 9 Jahren schon abbezahlt gewesen. Das heißt, es läuft jetzt schon so, dass wir Erträge lukrieren. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner stört das Kleinwasserkraftwerk scheinbar nicht, wie ein Anrainer erzählt. Es waren die meisten dafür. Wasser rinnt runter. Würden Sie das nutzen und schon ist ja keiner entstanden. Jeden Fluss und Bach mit einem Wasserkraftwerk zu verbauen, davon hält Breitenbaumer allerdings wenig. Wasserkraftwerk ist nicht gut, ist nicht böse, sondern jedes Projekt ist individuell. Dennoch, Breitenbaumer will weitere gute Standorte finden. Einfach ist das nicht. In Österreich stehen in Summe rund 4.000 Kleinwasserkraftwerke. Umgerechnet auf rund 100.000 Kilometer Fließgewässer ist der Ausbaugrad bereits hoch. Für Ehrenbar ist die Grenze längst erreicht. Er will woanders ansetzen. Bevor nicht jedes Dach gratis von der Regierung eine Solaranlage hat am Dach, brauchen wir keinen einzigen Quadratmeter Waldbodner Betoneinführungen in unsere Gewässer machen. Deswegen auch kontra Wasserkraft. Auch zum Stromsparen ruft Ehrenbar auf. Breitenbaumer hält dagegen. Natürlich müsse man sparen, das alleine helfe aber nicht dabei, den Klimawandel zu bekämpfen. Wir brauchen beides. Das ist die gleiche Diskussion mit Energiesparen. Natürlich müssen wir Energie sparen, heißt aber nicht, dass wir nur mit Energiesparen alle Ziele erreichen, die wir für unsere erneuerbaren Ausbauziele und auch für die Bekämpfung des Klimawandels brauchen. Wir müssen, also das wird nicht schlecht geredet, sondern wir müssen an allen Strängen ziehen. Aber wir müssen überall genau hinschauen und die Projekte groß denken, auch die kleinen, ja, so dass sie am Ende des Tages einen Mehrwert bringen. Ja. Jedes Projekt ist irgendwo, dient dem Menschen, dient der Natur,
dient der Gesellschaft, ja, hat aber natürlich auch in verschiedensten Bereichen auch Eingriffe. Die muss man einfach fair sehen. Man darf es nicht überbewerten, ja, aber natürlich ist auch jede Kilowattstunde Strom, die produziert wird, wichtig. Hallstatt bleibt nur die Wasserkraft. Photovoltaikanlagen im großen Stil wird es dort nicht geben. Obwohl Bürgermeister Alexander Scholz-Wiedl stehen die strengen Regeln des Denkmalschutzes im Weg. Bis sich Gesetze ändern, wird noch viel Wasser den Berg hinab und durch die Turbine fließen.